Ja, guten Morgen von meiner Seite, beziehungsweise wir haben ja schon Mittagszeit und ich freue mich, wieder bei euch zu sein. Ich habe vorhin mal versucht nachzurechnen, wann das war und es ist erstaunlicherweise wirklich schon 4 Jahre her. Die ein, zwei Jahre, die haben wir ja eh irgendwie vergessen, ne? Also schauen wir nach vorne und irgendwie war das jetzt dann doch schon 4 Jahre und dachte ich, wow, aber es ist schön, wieder da zu sein und ich soll euch noch von jemandem grüßen, vielleicht kennt ihr die Person auch noch. Mit dem habe ich gerade noch geschrieben, bevor ich hier angekommen bin. Antonio Weil, wer kennt den noch? Von hier, ja, der kommt ja hier aus eurer Gemeinde ursprünglich. Ganz liebe Grüße von ihm und er freut sich, dass wir verbunden sind. Einmal wir zu zweit, aber auch wir miteinander verbunden sind. Ganz liebe Grüße. Ja, also wir haben spannende Zeiten, das haben wir irgendwie immer gefühlt. Und ich habe einen Titel heute für euch mitgebracht, wo es genau darum geht, wie gehen wir in schwierigen Zeiten damit um. Also sei siegreich, siegreich leben in schwierigen Zeiten. Dann habe ich überlegt, siegreich leben in schwierigen Zeiten ist die eine Sache, aber wir sollen ja auch in nicht schwierigen Zeiten, sollen wir auch siegreich leben. Ich meine, wenn wir mit Jesus zusammen unterwegs sind, dann haben wir ja eigentlich ein siegreiches Leben. Nicht nur eigentlich, sondern wir haben ein siegreiches Leben, weil Jesus schon alles besiegt hat, was uns eigentlich negativ behaften möchte, richtig? Seht ihr das auch so? Ja, ihr seid noch ein bisschen vorsichtig, weil ihr noch nicht wisst, was so kommt, ne? Aber ich möchte euch sagen, ich glaube, dass das ein entscheidender Punkt für uns ist als Christen, wie können wir siegreich durchs Leben gehen und erst recht in schwierigen Situationen. Und das Erstaunliche war, als ich diese Predigt ausgearbeitet habe, war das Ende 2019, also kurz bevor diese 2 Jahre begannen, die wir jetzt ja wieder vergessen haben, aber ja irgendwie trotzdem noch in den Knochen haben. Und ich merke so, oh krass, das sind genau die Punkte, die ich einerseits für den Alltag brauche, aber besonders in der Zeit, wo ich herausgefordert bin. Und es gibt ja auch andere Sachen, wo man herausgefordert ist. Im Alltag, manchmal auch in der Ehe, manchmal auch mit den Kindern, manchmal auch mit Freunden, manchmal auch mit Gemeinde. Egal, wo du bist, auf Arbeit vielleicht sogar auch. Aber lass uns doch mal da ein paar Punkte angucken. Zuerst habe ich mich gefragt, was ist denn eigentlich für mich am meisten herausfordernd als Christ? Welche Punkte in meinem Christsein fordern mich am meisten heraus? Und dann kam ich auf folgende Punkte. Einmal das regelmäßige Bibellesen. Dann das regelmäßige Beten. Jetzt versteht es bitte richtig, Beten und Anbetung ist für mich, gehört es zusammen, ja? Und das Dritte ist, anderen Menschen von Gott zu erzählen, Mission. Das sind so die 3 Punkte, die ich persönlich in meinem Leben gefunden habe, die mich am meisten herausfordern. Jetzt werden manche sagen, Basti, du bist doch bei No Limit mit Werner zusammen, ihr macht doch Mission ohne Ende und so weiter. Ja, trotzdem für meinen Alltag, für mich persönlich, ist es auch einer der Punkte, die mich am meisten herausfordern. Ich weiß nicht, ob ihr dem zustimmen würdet, aber so Bibel, Beten, Mission, das ist so, wir wissen alle, das ist enorm wichtig. Und andererseits merken wir, dass uns das immer wieder herausfordert, das einfach zu tun. Bibel lesen, naja, ich lese schon irgendwie immer mal und naja, und ich weiß ja, ich muss es tun. Aber im Endeffekt wissen wir doch, dass wir da alle Wahrheiten Gottes finden, dass wir die Tipps kriegen für den Alltag und all diese Dinge. Beim Beten ist es ja nicht so, dass du etwas, eine Leistung bringen sollst, sondern in der Zeit, wo du mit Gott redest, baust du ja eine Beziehung zu ihm auf. Du hörst vielleicht viel mehr von ihm, als wenn du gar nicht mit ihm redest. Und ich meine nicht das Gemeindegebet, wo wir uns regelmäßig treffen. Wir haben ja von der Gemeinde die Kreative, da bin ich ja auch involviert, haben wir ein Gebetshaus, wo wir fast 24/7 aktuell beten. Und da hat jeder, der so involviert ist, so eine Gebetsschicht. Aber auch diese Schichten meine ich auch nicht. Ich meine nicht das, wo wir für die Stadt beten, für unsere Gemeinde beten, sondern dein persönliches Gespräch mit Gott. Wie oft haben wir das? Und dann habe ich mich gefragt, habe ich dieses Gespräch überhaupt mehr, als zum Beispiel mit dem Handy zu spielen? Die ganzen Nachrichten, die man mit Freunden hat? Oder ich glaube, am besten wäre es, man hätte mehr Gespräch mit Gott als mit dem Handy, oder? Also es sind so die 3 Punkte, die ich gemerkt habe für mich, die fordern am meisten heraus. Wer würde so noch mit zustimmen? Also so allgemeine Mehrheit würde ich mal grob einschätzen. Die anderen wissen es noch nicht so richtig. Aber ihr Lieben, dann habe ich mich gefragt, woran könnte das denn liegen? Warum sind es die 3 Punkte, die uns am meisten herausfordern? Und dann kam für mich wie so eine kleine Erkenntnis. Ich habe mich nämlich auch gefragt, was hasst der Teufel am meisten?
Was möchte der Teufel, was wir auf gar keinen Fall tun? Und dann bin ich auf folgende Punkte gekommen. Erstens, dass wir die Bibel lesen. Zweitens, dass wir mit Gott reden, also beten. Und drittens, dass wir anderen Menschen von Jesus erzählen. Und dann habe ich mir überlegt, das sind bestimmt noch mehr Punkte. Dann dachte ich so, nee, das sind wirklich die drei Hauptpunkte. Ich sage euch auch warum. Beim Bibellesen ist es so, dass du die Wahrheiten Gottes erkennst, dass egal was der Teufel oder andere Umstände dir sagen, du in der Bibel weißt, was die Wahrheit ist. Ich meine, schau dir Jesus an, wie der in der Wüste war und der Teufel ihn immer wieder versucht hat, sogar mit, ich sage jetzt mal, Bibelstellen, damals war es noch nicht die Bibel, war es die Schriften, und Jesus die aber noch besser kannte und ihm schön geantwortet hat, gesagt hat, du, das und das und das und das. Also er kannte die Schriften besser als der Teufel. Ich glaube, dass sogar manchmal der Teufel mehr über die Bibel Bescheid weiß als wir. Deswegen versucht er uns auch immer Sachen zu verdrehen, damit wir immer auf die falsche Bahn kommen. Also deswegen so wichtig, das Wort Gottes persönlich zu kennen, zu lesen. Dann das Beten und Anbeten, weil wenn wir in Autorität beten, ich weiß nicht, ob du das kennst, in Autorität zu beten, Autorität bedeutet, dass du durch Jesus in der geistlichen Welt eine höhere Autorität hast als der Teufel, weil der Teufel besiegt wurde, als Jesus am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist. Also wenn du für kranke Leute betest und sie gesund werden sollen, wenn du für die Stadt betest und sagst, hier passieren keine komischen spirituellen Dinge mehr, sondern nur der Heilige Geist darf hier wirken. Ich könnte euch da Storys erzählen ohne Ende, wo ich so merke, ja, wenn wir wüssten, was es bedeutet, in Autorität zu leben und zu beten, würde der Teufel mehr zittern. Und erst recht, wenn wir anderen Menschen von Jesus erzählen, ich meine, auch hier wieder, wenn wir ein bisschen zurückschauen, Millionen von Menschen allein in Deutschland, ich rede jetzt mal nur von Deutschland, weil ich habe so Deutschland so auf dem Herzen. Allein in Deutschland sind Millionen von Menschen, die so verunsichert waren, egal in welcher Situation du gerade warst, ob in die eine Richtung oder die andere Richtung. Ich mache jetzt da keine Meinung drin, was war jetzt richtig und was nicht, sondern wie viele waren innerlich verunsichert. Und mir ging es auch so, der erste Teil im Jahr 2020, ich dachte mir so, Gott, was passiert jetzt, was passiert jetzt? Und plötzlich merke ich, wie ich im Gebet mit Gott abends, wo ich mit ihm einfach gesprochen habe, mit der ganzen Situation, plötzlich so innerlich so, okay, alles crazy gerade, aber ich habe Frieden in Gott. Und ab dem Moment haben mich zwar menschlich gesehen ein paar Dinge etwas verunsichert, wo ich so dachte, okay, das und das und das, aber tief im Inneren wusste ich, Gott ist da, egal was jetzt passiert. Und wenn die Welt jetzt explodiert und alle umkippen, egal, ich bin bei Gott, Gott ist bei mir, Gott ist meine Sicherheit. Das kam aber nicht durch ein Nachdenken, das kam nicht durch irgendwas Aufschreiben und irgendwas Ausrechnen, sondern durch dieses Gespräch einfach mit Gott. Und erst recht, wenn wir dann anderen Menschen in solchen Situationen von Gott erzählen, die sich wundern, warum wir als Christen in solchen Situationen, die wir jetzt auch mit Krieg und so weiter haben, trotzdem innerlichen Frieden haben, wir natürlich je nach unserer Meinungsrichtung und so weiter vielleicht die ein oder andere Sache sagen könnten, aber tief im Inneren haben wir einen Frieden und wissen, die Bibel hat nie was anderes gesagt. Die Bibel hat nie gesagt, dass alles schickimicki wird. Die Bibel hat gesagt, dass es noch verrückter wird. Also stell dich darauf ein, dass noch verrücktere Sachen passieren. Du aber weißt, wenn du mit Gott unterwegs bist, bist du im sicheren Boot mit Jesus. Aber im Sturm, aber mit ihm im Boot, ist doch gut. Und die Leute sich fragen, ja, warum bist du denn in so einer Situation so im Frieden? Ich sag so, hey, weil ich einfach Gott kenne und weiß, was es bedeutet, mit ihm zusammenzuleben. Echt, kann ich sowas auch haben? Ich sag so, na klar. Wir helfen Menschen, in solchen Situationen aus der Finsternis rauszukommen und deswegen mag der Teufel das nicht. Das sind die drei Punkte, warum er die nicht mag. Das Krasse ist nur, dass aus diesen drei Dingen dein eigener Glaube entspringt und gestärkt wird, wenn du in diesen drei Dingen lebst. Glaubst du nicht? Musst du ausprobieren. Also mir geht es nicht darum, dass du jetzt eine Leistung bringst. Ja? Ich werde jetzt auch nicht mit Christian absprechen, dass danach so ein Zettel nochmal rumgeht und wie viel habe ich denn gestern gelesen und gebetet. Und gar nicht. Das ist alles eine Sache, die du mit Gott zusammen einfach klären kannst, wo deine Zeiten sind, wo du Bibel liest, wo du mit ihm sprichst oder wo du anderen Menschen auf der Arbeit, wie auch immer, hilfst und ihnen zur Seite stehst und für sie betest oder was auch immer. Aber ich merke, diese drei Dinge fordern mich selber so heraus, dass ich sage, okay, Teufel, ich möchte eigentlich, dass wenn ich aufwache morgens, dass du sagst, nein, bitte lass die Augen zu.
Bitte steh nicht auf, bitte veränder nicht die Welt, bitte lese nicht in der Bibel, bitte fang nicht an, mit Gott zu reden, bitte nicht. Und erst recht, erzähle bitte nicht anderen Menschen von Jesus. Kennt ihr das, dass gerade bei diesem Missionsgedanken, dass dann oft so man innerlich so, oh, ich weiß nicht, ob das jetzt so passt, vielleicht ist es ein bisschen ungünstig. Was ist denn, wenn die Person mich dann ablehnt? Das sind alles so eine Gedanken, die übrigens nicht von Gott kommen, ne? Nur mal so. Weil Gott sagt, ja, na klar, probier es aus. Ja, manchmal ist es viel einfacher, als wir selber denken. Manchmal stehen wir uns selber auch im Weg, aber ich glaube, oft lassen wir auch die Gedanken des Teufels bei uns immer mehr zu. Gut, jetzt wissen wir also, was uns am meisten herausfordert und wir wissen, was der Teufel am meisten hasst. Was machen wir jetzt damit? Wir schauen mal in die Bibel. Weil in der Bibel findest du in einem bestimmten Bereich ein paar Punkte dazu, die dir zeigen, dass sie so wichtig sind, dass wenn diese drei Punkte fehlen in deinem Leben, dass du sogar angreifbarer bist. Ich möchte mit euch ganz praktisch über die Waffenrüstung sprechen. Die Waffenrüstung ganz praktisch. Und jetzt hast du vielleicht in deinem Bibelunterricht, in Bibelschule, Jüngerschaftsschule, was auch immer du schon alles gemacht hast oder schon Predigten gehört hast über die Waffenrüstung. Ich werde die nicht komplett auseinandernehmen, sondern nur aus dem Aspekt dieser drei Punkte, ob wir die da drinnen finden. Ich bin halt als Typ so, ich brauche es immer sehr praktisch. Und als ich gehört habe, dass man die Waffenrüstung anziehen soll, dass es natürlich eine geistliche Waffenrüstung ist, und dann wurde mir so erklärt mit dem Schild, was man tragen soll, dass es damals so mannshoch war, als damals von Paulus das beschrieben wurde, also dass sozusagen ein Schild für den ganzen Körper ist. Okay, das habe ich alles so verstanden, aber irgendwie kam ich mir komisch vor, mich dann so bildlich das so alles anzuziehen und dann, ja, ich habe jetzt die Rüstung an, also es passte für mich persönlich nicht. Oder andere haben auch gesagt, ne, das musst du jeden Morgen anziehen, wenn du aufwachst. Und dachte ich so, naja, aber wenn ich jetzt jeden Morgen dann erstmal vorm Spiegel so tue, als wenn ich eine Rüstung, also verstehe ich es richtig, ja, und ich will damit nicht sagen, dass die Leute was Falsches gesagt haben. Es war nur für mich nicht praktisch umsetzbar. So, und nun habe ich diese drei Punkte gefunden für mich und finde die plötzlich in der Waffenrüstung. Und da möchte ich jetzt mal mit euch reingehen. Weil das hat für mich so mein Gebetsleben, mein Alltag und überhaupt auch die Beziehung zu Jesus so verändert nochmal, weil ich gemerkt habe, wie entscheidend es ist, dass wir in diesen drei Punkten leben. Und zwar, fangen wir mit der Bibel an, haben wir ja vorhin auch zweimal schon angefangen. Lass uns zuerst die Bibel anschauen, im Epheser 6, 14. Epheser 6, Vers 14 steht, so steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit der Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Jetzt habe ich mich halt gefragt, Bibel, wo finde ich die Wahrheiten Gottes, die Gerechtigkeit Gottes? Was hier beschrieben ist im Epheser 6, Vers 14, wo finde ich Wahrheit und Gerechtigkeit? In der Bibel eigentlich nur. Manche sagen, na, der Heilige Geist spricht immer zu mir. Ja, das Erstaunliche ist aber, dass manchmal die Leute, oder zwei Christen stellst du nebeneinander und beide hören in einer Situation, kannten wir auch von den letzten zwei Jahren, der eine hört vom Heiligen Geist die Richtung und der andere hört vom Heiligen Geist die andere Richtung. Ja, was ist denn jetzt die Wahrheit? Die Wahrheit ist das geschriebene Wort Gottes. Und deswegen ist für mich klar, dass im Vers 14 da eher die Bibel beschrieben ist, dass ich da drinne fest drin sein soll und lesen soll und wissen soll, was drin steht. Dann habe ich mich gefragt, ja, und wo finde ich jetzt das Beten? Ja, Beten hatten wir als zweites. Und das habe ich gefunden in der Waffenrüstung unter Vers 17 und 18, also Epheser 6, 17 und 18. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Jetzt sagst du, ja, Basti, du hast ja gerade schon ein Wort Gottes gesagt. Gehen wir gleich noch drauf ein. Ich lese nur den 18. vor. Indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist. Und dann geht es noch weiter, dass wir für alle Heiligen auch beten sollen. Und jetzt nehme ich mal diese zwei Verse ein bisschen auseinander. Also wenn dort steht, und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, hört sich es für uns erstmal an, das Wort Gottes ist die Bibel. Aber es gibt verschiedene Worte Gottes. Einmal gibt es das geschriebene Wort. Und es gibt aber auch das gesprochene Wort. Und wenn du im Urtext hineinschaust, kannst du sehen, dass von der Übersetzung her hier das Wort Gottes als Rema geschrieben ist. Und Rema ist das gesprochene Wort Gottes. Jetzt die Verbindung mit dem Vers 18. Und bei mir in der Schlachterübersetzung steht direkt als Erklärung, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist,
ist es erklärt, dass das Wort Gottes das ist, was du aussprichst im Gebet. Dann noch im Flehen im Geist ist eigentlich ein Synonym für den Heiligen Geist, dass du betest im Heiligen Geist, Sprachengebet, Zungengebet, was auch immer. Vielleicht kennst du das, vielleicht hast du es ja auch schon. Es zeigt für mich, dass wenn ich bete von dem, was der Heilige Geist mir wirklich mich inspiriert auszusprechen, dann ist es ein Schutz für mich, weil ich im Sprachengebet spreche ich Worte in die sichtbare und unsichtbare Welt, mehr in die unsichtbare Welt, die ich gar nicht verstehe, aber vielleicht Sachen ausspreche, die mich schützen. Und ich habe selber erlebt, wenn ich in Sprachen bete, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich eine Stunde beten soll und ich würde nur Deutsch sprechen, dann mir fällt ja irgendwann gar nichts mehr ein. Kennst du das auch? Wir treffen uns zum Beten für eine Stunde und du denkst, was soll ich jetzt? Okay, ich mache eine Liste und nach 5 Minuten ist die Liste rum. Dann denkst du, okay, nochmal die Liste, man soll ja auch wiederholen, machen wir ja beim Singen auch. Aber dann bist du irgendwann beim 10-mal wiederholen und denkst dir so irgendwie. Und es ist so genial zu wissen, dass uns Gott ja den Heiligen Geist gegeben hat und auch dieses Sprachengebet geschenkt hat als Geschenk, damit es uns auferbaut und wir sogar dabei wie so ein Download bekommen aus dem Himmel und wir Dinge aussprechen, was Gott möchte, was wir aussprechen, nur in seiner Sprache. Und das ist auch noch ein Schutz. Jetzt fragst du dich, ja, aber Basti, irgendwie hört sich das alles kompliziert an. Aber weißt du, am Anfang der Waffenrüstung steht, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Und wenn dort steht, die ganze Waffenrüstung, bedeutet es, wenn ein Teil nur fehlt der Rüstung, und jetzt hast du wieder die Römerrüstung vor dir, wenn das Schild fehlen würde, klar, bist du angreifbar. Wenn der Panzer fehlen würde, bist du angreifbarer. Du hast eine Schwachstelle. Aber jetzt kommt auch noch das Thema Mission. Denkst du, ja, wieso soll eine Mission jetzt ein Schutz sein für mich? Ich zeige euch erstmal, wo es steht in der Waffenrüstung. Und zwar im Vers 15. Und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft, bei mir steht noch so in Klammern, zum Zeugnis, also dass du es bezeugst, für das Evangelium des Friedens. Und vielleicht, ich weiß nicht, es ist schon eine Weile her, erinnert ihr euch an 1, 2 Predigten von mir, dass es mir gar nicht darum geht, dass jeder von uns jetzt Evangelist wird. Gar nicht. Das ist eine Dienstgabe in der Gemeinde, sondern dass wir als Christen dazu aufgerufen sind, dass wir das bezeugen, was wir mit Gott erlebt haben, also wir anderen Menschen davon erzählen können, ey, Gott hat mir in der Situation so und so geholfen. Komm, dann bete ich auch mal für dich. Wie, für mich kannst du beten? Na klar, du kannst auch selber beten. Dazu musst du nur Gott kennenlernen. Ey, ich kann nicht Gott kennenlernen? Na klar, weil Jesus hat alles für dich getan, damit du Gott wieder kennenlernen kannst. Ach so, das ist schon Mission, das ist schon Evangelisieren, das ist schon anderen Menschen von Jesus erzählen. So, und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, aber warum schützt mich das? Das ist ganz einfach. Das ist jetzt wichtig für dich. Musst du kurz zuhören. Warum schützt es dich, wenn du anderen Menschen von Jesus erzählst? Wir sind ja Menschen, die so ganz viel mit Gedanken arbeiten. Hast du das schon mal gemerkt? Wir denken immer viel mehr, als wir reden. Und wenn es dir mal nicht gut geht, dann ist es ja auch meistens so, dass in Gedanken das dann richtig rund geht, ne? Jedenfalls bei mir so, ich bin so ein Gedankentyp. Wenn ich jetzt schlecht drauf bin, dann braucht mir eigentlich keiner mit irgendwas kommen. Und erst recht nicht so nach dem Motto, ja, dann geh doch mal eine Runde beten. Kennst du diese tollen Tipps von Freunden, die auch Christen sind? Ja, du musst nur beten, dann geht's weg. Und dann denkst du so, ja, wenn du wüsstest, ich habe schon so viel gebetet. Also ich kenne auch solche Situationen, ja. So, jetzt habe ich mich aber gefragt, wenn ich jemand von Jesus erzähle, warum geht's mir dann, also warum schützt mich das? Und ich habe eine Situation gehabt, erzähle ich euch mal kurz, wo ich selber mit Summer to Go, habt ihr vielleicht schon mal gehört, wir als No Limit machen so eine Tour jeden Sommer, wo wir Menschen trainieren und schulen, wie man mit Leuten auf der Straße ins Gespräch kommen kann. Und ich habe das alles früher mit organisiert und ich hatte dann eines Tages so die Nase voll. Irgendjemand hat mich gestresst oder verletzt oder ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war ich echt schlecht drauf. Bin mit dem Worship-Team schon mal vorgefahren zum Aufbauen auf dem Platz. Gesagt, hier, komm, baut auf, ihr wisst, wie es geht, ich brauche mal meine Zeit für mich. Und ich war wirklich sauer. Ich bin ab in die Fußgängerzone und damals, meine weltliche Hilfe ist ein Eis essen. Die geistliche Hilfe ist ja eigentlich Gott, aber ich brauchte meistens erstmal ein Eis. So. Also ich, zack, zum nächsten Eisladen, setze mich dorthin, iss mein Eis und habe gesagt, so Gott, ich habe jetzt die Nase voll und ich will jetzt hier nichts mehr und lass mich mal kurz in Ruhe.
Ist auch übrigens gut, wenn man ehrlich zu Gott ist. Ja, darf man auch ihm so sagen. Der schmunzelt, glaube ich, manchmal oben, weil er dann immer weiß, was der Ausweg ist. Ne? Und er hat geschmunzelt, als ich es gesagt habe. Plötzlich stand eine ältere Dame, also älter, die älter war als ich, stand plötzlich bei meinem Tisch und fragt mich einfach nur, ist denn dieser Platz hier noch frei? Das ist für mich normalerweise so ein Hinweis, dass Gott irgendwas vorbereitet hat, damit ich mit ihr über den Glauben spreche oder was auch immer. Ich so drehe mich so ein bisschen weg, na klar, aber so nach dem Motto, aber Gott, lass mich bloß in Ruhe jetzt, ich will jetzt nicht. So, sie sich dazugesetzt und sagt so, ja, nicht, dass sie es falsch verstehen, ich warte nur auf eine Freundin. Ich sage so, nee, alles gut, verstehe nichts falsch. Dann kam ihre Freundin und sie stehen so auf und reden relativ laut und welche Probleme gerade sind und Krankheiten und hier und da und so laut, dass ich ja nicht anders konnte, als es zu hören. Und dachte so, ach Gott, bitte, aber die werden ja bestimmt gleich gehen und dann habe ich wieder meine Ruhe. So, sie sind fertig mit Reden und die Freundin ging auch, aber die Frau blieb und setzt sich wieder zu mir an den Tisch. Und habe ich gesagt, oh mein Gott, ich will jetzt nicht. Okay, Gott, ich gebe dir eine Chance. Kennst du das, dass wir sagen, Gott, ich gebe dir eine Chance? Ich glaube, auch da lächelt Gott immer und sagt so, du, ich gebe dir gerade eine Chance. Aber wie auch immer, auf jeden Fall, ich sage, okay, ich frage einfach mal und sage so, Entschuldigung, aber Sie haben gerade mit Ihrer Freundin so laut gesprochen, dass ich so ein paar Sachen gehört habe. Was ist denn los? Und dann hat sie mir auch wieder alles erzählt und was für körperliche Probleme sie hat und so weiter und so fort. Ich sage so, ach ja, Wahnsinn. Naja, wissen Sie was, hört sich ein bisschen verrückt an vielleicht, aber ich kann ja mal kurz für Sie beten, weil ich glaube an Gott und vielleicht wird es besser. Ich habe es schon oft erlebt, dass Menschen so ganz spontan von Gott berührt wurden. Wirklich, das würden Sie tun? Sag ich, ja, na klar. So, ich kurz gebetet, noch ein bisschen unmotiviert gewesen, so nur meine Pflicht erfüllt sozusagen und plötzlich sagt sie, ja, das gibt's ja gar nicht. Steht auf, fängt an zu laufen und sagt, ja, das ist ja weg, die Schmerzen. Ja, sie hat irgendwie mit der Hüfte ganz große Probleme gehabt. Ich sage so, okay, weil, also wenn sowas dann passiert, dann weißt du, da ist jetzt wirklich Gott gerade am Wirken. Ne? Ich also mit ihr über den Glauben gesprochen und von Jesus erzählt und was Jesus in meinem Leben getan hat. Und merke so, wie ich selber so richtig drin aufgehe und es mir plötzlich auch besser geht. Ich sie auch gefragt habe, na, wenn Sie wollen, dann können Sie selber Gott auch kennenlernen. Echt? Ich sage sie, ja, na klar. Sie müssen eigentlich nur Jesus in ihr Herz einladen, weil dann haben Sie die Verbindung zu Gott, weil der hat alles für Sie getan. Und ich sage, echt, und wo kann ich das machen? Ich sage so, hier. Wie hier? Beim Eisladen? Ich so, na klar. So, und dann haben wir gebetet, dass Jesus in ihr Herz reinkommt. Dann hat sie sich für Jesus entschieden. Und ich so, ach, das ist ja cool. Und sag so, Mensch, wir haben hier gleich vorne so ein Programm. Da ist auch der Pastor hier aus der Stadt da. Und da kann ich sie ja gleich mal verknüpfen. Ist ja immer gut, ne? Und sie so, ja, na klar. Und wir laufen ein Stück. Und plötzlich sagt sie immer noch so, es ist ja erstaunlich, dass wirklich die Schmerzen weg sind. Ne? Und die lief dann extra noch so ein bisschen komisch. Die kam mir ein bisschen komisch vor, so durch die Fußgängerzone zu laufen. Plötzlich kriegt sie wie so eine Erkenntnis und sagt, wissen Sie was, eigentlich wollte ich heute nur deswegen herkommen in die Fußgängerzone, weil ich wollte mir ein großes Bild fürs Wohnzimmer kaufen. Das sollte über mein Sofa, ganz groß so, zweimal, keine Ahnung, 1,50 oder so. Und zwar wollte ich ein Bild von Buddha kaufen, das sollte in mein Zimmer. Da dachte ich, okay. Und dann sagt sie, ja, aber das brauche ich ja jetzt gar nicht mehr. Ich habe ja jetzt Jesus. Ich dachte, das ist mal krass, oder? Das ist meine Erkenntnis. So, und dann komme ich da an mit ihr, verknüpfe sie mit einem Pastor und plötzlich stehe ich da und plötzlich macht es bei mir Klick und ich denke mir, das gibt's doch gar nicht. Ich bin gerade so gut drauf. Und habe gemerkt, dass dadurch, dass ich einer anderen Person davon erzählt habe, wie groß Gott ist, wie Gott mein Leben verändert hat, dass meine Probleme gegenüber Gott gar nichts waren, sondern Gott viel größer war als meine Probleme, die ich damals hatte, bevor ich Jesus kennengelernt habe, habe ich plötzlich das, was Gott in meinem Leben getan hat, nach oben gepackt in meinen Gedanken, weil ich es ja weitergegeben habe, und plötzlich gemerkt, dass das, was mich vorher so betroffen hat, gar nicht mehr relevant war. Also es war ein Schutz für mich in dem Moment, nicht noch tiefer in meine Gedanken zu versinken, um mich noch kaputt zu machen und fertig zu machen und schlecht über Menschen zu denken und was da alles dann passiert, sondern ich habe plötzlich erzählt, wie viel größer Gott ist mit dem, was ich eigentlich gerade als Probleme habe. Ich glaube, das ist der Grund auch, warum es mit in der Waffenrüstung steht. Also, was kannst du da rausnehmen? Wenn es dir mal schlecht geht, dann geh doch zu jemandem, dem es auch schlecht geht und erzähl ihm von Gott. Ich kann mir vorstellen, dass es dir danach sogar besser geht, weil du nämlich immer wieder erzählst, was Gott in deinem Leben getan hat, um davon zu bezeugen, was Gott in deinem Leben getan hat, damit sie auch Gott kennenlernen. Ist erstaunlich, oder? Hört sich zu einfach an?
Ja, das Problem ist eigentlich, ist ganz viel so einfach. Wir machen es bloß immer so kompliziert. Also, was möchte ich euch da mitgeben? Logisch, die drei Punkte. BBM, kannst du merken, BBM, Bibel, Beten, Mission. Bibel, Beten, Mission, kann man sich richtig schön merken. Bibel, Beten, Mission. Und ich merke das immer, wenn ich diese Botschaft auch bringe, denke ich mir so, eieiei, so ein Teil hat so in der letzten Zeit ein bisschen gefehlt. Und auch hier wieder, es geht nicht um Leistung, es geht um eine Ermutigung. Ja, Ermutigung ist ja auch manchmal eine Ermahnung. Andererseits ist eine Ermahnung auch eine Ermutigung, weil du wirst ermahnt, etwas besser zu machen. Also du wirst ermutigt. Und ich merke so, eieiei, ja, ich verrate euch jetzt nicht, welcher der drei Punkte bei mir gerade ein bisschen geschliffen hat. Aber ja, es ist ein Punkt, der uns hilft. Beim Thema Mission ist mir nochmal ganz wichtig, dass wir das auf eine Art und Weise machen, wo wir Menschen lieben. Wisst ihr, wir fangen manchmal an, den Leuten sofort zu sagen, was sie alles falsch machen. Wir versuchen ihnen zu erklären, dass das so, wie sie leben, nicht heilig ist vor Gott. Aber die Leute sich fragen, heilig sein vor Gott? Wieso soll ich heilig sein vor Gott? Na, weil Gott auch heilig ist. Okay, aber sie glauben ja noch gar nicht dran. Sie verstehen manchmal gar nicht, wovon wir reden. Und ich glaube, das hatte ich mal in einer Botschaft, wo es hieß, sei anders, aber nicht komisch. Also sei anders, ja, in der Welt. Aber werd nicht komisch und fang an, die 10 Gebote runterzurattern, wie die Leute sich verändern sollen. Was sie brauchen, ist erstmal eine Begegnung mit Jesus. Und ich habe euch ein Video mitgebracht, wo ich danach für euch auch beten möchte, was du vielleicht mal illustrieren kann, wie das so aussehen könnte, wie wir missionarisch, missional, wie auch immer man das heute sagen möchte, leben könnte und dadurch auch einen Teil dieser Botschaft heute mit erleben darf in deinem Alltag. Also ich würde mal sagen, Film ab. Und die Übersetzung in Deutsch ist unten beschrieben. เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด
finde es ein sehr bewegendes Video. Ich sehe das ja ein paar Mal so, wenn ich das auch zeige. Und wenn ich euch jetzt auch noch verrate, dass es gar kein christliches Video ist. Es ist ein Werbevideo von einer asiatischen Versicherungsfirma. Krass, oder? Und ich denke mir so, ey, wenn die das sogar verstehen, wie man die Welt verändert. Und hier war jetzt ja gar nicht Jesus und Christus und sonst alles dabei, sondern einfach nur allein durch unsere Taten, allein wie wir mit den Menschen um uns herum umgehen, wenn die das sogar verstehen, wie viel mehr müssten wir es verstehen? Erst recht, wenn wir in der Bibel lesen und sehen, was die Wahrheiten Gottes sind. Ich meine, du findest in der Bibel alles über Beziehung, über Alltag, über Sexualität, über Erziehung, über Arbeit, wie wir mit Krankheiten umgehen. Es gibt alles da drin. Wie wäre es denn, wenn wir es auch so ausleben, dass andere Menschen das miterleben, dass wir mit solchen Situationen anders umgehen und sogar ihnen beistehen, für sie da sind? Und wenn wir beten, dass du weißt, dass du mit deinem Vater im Himmel sprichst. Ich weiß, wir sehen ihn nicht, das weiß ich. Glaubt mir, es war eine der größten Herausforderungen für mich, als ich frisch Christ geworden bin. Meine Vaterbeziehung war ja nicht so der Hammer. Ne? Mein Vater und meine Mutter haben sich getrennt, da war ich 5, dann habe ich ihn 8 Jahre lang nicht gesehen und dann war ich in der Teenie-Zeit und dann hat es wieder ein paar Jahre gedauert, ehe wir wieder enger miteinander zusammenkamen und jetzt sind wir echt versöhnt und wir freuen uns tierisch, uns zu sehen und wir lieben uns. Aber als ich Christ geworden bin, sagte mir einer, hey super, jetzt kannst du mit Gott reden und ihm all deine Probleme erzählen. Ich sage so, wie geht denn das? Sagt er, na, als wenn du mit deinem Papa redest und ihm deine Probleme erzählst. Ich sage so, weiß nicht, wie das geht, kenne ich nicht. Ich habe ja nie mit meinem Vater über Probleme gesprochen. Das heißt, ich musste es lernen und zu verstehen irgendwann, ey, da ist wirklich jemand, der mir zuhört. Das habe ich natürlich nur gemerkt, weil dadurch, dass ich mit ihm gesprochen habe, sich Dinge auch verändert haben. Und dann zu sehen, wenn wir anderen Menschen, und es sind ein paar Dinge, die ich jetzt gerade nicht erzählen kann von Storys, weil die einfach zu nah dran sind noch, die Leute, ich so merke, da haben wir einfach ein bisschen was weitergegeben und nicht besonders toll gepredigt, sondern einfach mit ihnen geredet, mit ihnen Zeit verbracht und die haben gerade in diesen 2 Jahren Jesus angenommen und ihr Leben verändert sich gerade radikal, nicht wegen uns, sondern weil Gott in ihr Leben anfängt einzugreifen, weil sie Gott angenommen haben. Dann denke ich mir so, ja, das darf doch einfach ein Teil unseres Lebens sein. Nein, das soll sogar die Grundlage unseres Lebens sein. Um am Ende, wie euer Kollege, der jetzt im Himmel gegangen ist, mit 93 Jahren, oh, unglaublich, zu wissen, wo wir eh am Ende hinkommen, egal wann du gehst, ob ein bisschen früher oder noch später oder wie auch immer. Aber zu wissen, du hast so eine ganz andere Hoffnung als die Menschen heutzutage draußen. Egal was kommt, am Ende sind wir bei Gott. Und das so weiterzugeben und zu leben, möchte ich euch total ermutigen und ich möchte dafür kurz beten. Vielleicht wollt ihr sogar mit dazu aufstehen. Das ist so mein kleiner Tipp. Wenn du aufstehst, bist du gleich ein Stückchen näher am Herrn dran. Deswegen stehe ich so gern auf der Bühne. Kleiner Spaß. Vater im Himmel, ich danke dir für die Gemeinde hier. Ich danke dir, dass du die Gemeinde hier nicht aus Zufall gesetzt hast. Ich danke dir, dass die Gemeinde hier ist, um Licht zu sein in dem Bereich hier in Spandau, in der Umgebung, Herr, um Antworten wirklich zu den Menschen zu bringen, die hier drumherum leben und wohnen, die keine Antworten haben bis jetzt, aber sie hier finden werden, natürlich durch dich, Jesus, aber sie hier einen Raum haben, ein Zuhause haben, um dich kennenzulernen, nicht nur hier in den Räumen, sondern auch bei euch zu Hause in den Räumen, wo Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen zu euch kommen, zum Kaffee trinken, zum Grillen, was auch immer, und sie dort Antworten bekommen über das Leben. Ich bete, dass du da wieder Sachen entzündest, wo vielleicht ein paar Dinge etwas eingegangen sind. Vielleicht nur bei Einzelnen, vielleicht auch bei mehreren. Aber ich glaube, dass du selber das weißt, wo Gott dich gerade anspricht. Wo der Heilige Geist dir Dinge zeigt, wow, ich bin da echt drin müde geworden oder habe das schleifen lassen, aber du vielleicht heute so eine Erinnerung bekommst, hey, da ist ja viel mehr, als dass du jeden Tag zur Arbeit gehst, arbeitest, nach Hause kommst, schläfst, isst und wieder zur Arbeit gehst, sondern dass du ein Hoffnungsträger bist, dass du ein Kind Gottes bist, was leuchtet in dieser heutigen Finsternis. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du überführst, dass da, wo jetzt Einzelne vielleicht sagen, ich möchte wieder viel mehr in diesen Lebensstil hinein, dass du das bewirkst.
es sind keine Menschenworte, die es bewirken, sondern es sind deine Worte, es ist deine Kraft, es ist dein Geist. Und vielleicht hast du auch gemerkt, wo einer der drei Punkte bei dir in den letzten Monaten und vielleicht sogar in den Jahren schon so liegen geblieben ist. Und du gerade richtig merkst, eigentlich ist es gut, wenn ich da wieder reinwachse. Dann wird es auch der Heilige Geist tun, wenn du es zu ihm sagst. Und so bete ich, Heiliger Geist, dass du die Dinge offenbarst und zeigst. Und da, wo jemand sagt, hier, ich möchte mehr in diese Richtung wieder leben. Ich möchte es wieder mehr praktizieren, in der Bibel zu lesen, mit dir zu reden. Dass du dich dazu stellst und dass es eine Freude wird in Jesu mächtigem Namen. Amen. Amen. Könnt ihr euch gern wieder setzen. Nur noch ein, zwei Sachen und dann übergebe ich wieder an die Gottesdienstleitung. Ihr kennt uns ja vielleicht noch, dass wir immer wieder Hefte und Bücher haben, die euch dabei auch helfen, zum Beispiel missionarisch zu leben. Ich habe zum Beispiel immer solche Hefte hier dabei, so evangelistische Hefte. Und wir haben ein paar neue gemacht, seitdem ich das letzte Mal hier war. Deswegen zeige ich es euch nochmal. Die größte Geschichte aller Zeiten. Da sind ein paar Storys drin, unter anderem von Justin Bieber, aber auch von einem DJ, der sehr bekannt war, DJ Avicii, der sich das Leben selber genommen hat, viel zu früh, weil er keine Antworten aufs Leben gefunden hat. Ja, und eigentlich die größte Geschichte für ihn genauso gegolten hätte, wie für uns alle auch. Und, oder hier habt ihr bestimmt auch mitgekriegt, wir haben ja einen Gottesdienst mit den Real Life Guys gemacht, 2020, als Lockdown war und man gar nichts mehr machen durfte, haben wir vor der Gedächtniskirche einen Gottesdienst gemacht. Und der Philipp ist jetzt ja gestorben letztes Jahr, aber mit einer Hoffnung, und der war ja in den Medien überall, ich glaube, es gab noch niemanden, der so viel Hoffnung und Freude in so einer Situation in die Medienlandschaft gebracht hat, wie dieser junge Mann. Und ich glaube, es haben auch noch nie so viele Christen gleichzeitig in Deutschland gebetet für eine Person, dass sie wieder geheilt wird. Und trotzdem ist er dann zwar wundersamerweise viel später, aber er ist dann gestorben, ist jetzt im Himmel. Aber mit den Jungs haben wir zusammen auch ein Heft geschrieben, wo die Story mit drin ist, wo auch am Ende sein letztes Bild auf dem Sterbebett noch ist, wo er sagt, ich gehe jetzt im Himmel und ich habe Frieden damit. Auch das ist wunderbar, um Leuten einfach mal was mitzugeben, in die Hand zu geben. Also davon habe ich ein paar Hefte mit, sind auch nicht so teuer, nur 50 Cent. Und unser How to Go, das kennt ihr vielleicht von früher noch, das haben wir komplett überarbeitet. Lerne mit Menschen über Gott zu sprechen, wenn du sagst, du weißt nicht, wie das geht mit dem Punkt Mission. Wie soll ich denn jetzt im Alltag Menschen davon erzählen? Dann kannst du das gerne dir angucken. Ich habe da so ein Ansichtsexemplar und kannst es natürlich gern mitnehmen. Und zu guter Letzt, und da habe ich auch noch einen kleinen Film für euch, ist unsere tolle Zeitung, Evangelistische Zeitung. Wer hat die schon mal gesehen? Ein paar haben sie schon gesehen. Die wurden in Berlin schon fast 900.000 Mal verteilt. Unglaublich. Haben etliche Gemeinden im Oktober 2020 mitgemacht. Und wir haben noch ein paar. Und das Schöne ist, wir verschenken diese Zeitung, weil es einen Sponsorenkreis gab, die gesagt haben, 18 Millionen Zeitungen können wir mal für Deutschland drucken. Wir bezahlen euch den Druck. Wir so, super, unser Keller hat auch ein bisschen Platz noch. Das waren so viele Zeitungen, habe ich noch nie gesehen. Also wir haben natürlich ein Lager außerhalb von Berlin. Aber wir verschenken diese Zeitung und das Geniale ist, man kann das nutzen, um zum Beispiel die ganze Umgebung einfach mal in den Briefkasten was reinzuwerfen, einen Flyer von euch als Gemeinde mit reinzuwerfen, vielleicht eine Einladung zum Adventsgottesdienst, was auch immer, ist ganz simpel. Das Coole ist, und das ist für mich fast noch entscheidender, als dass man was im Briefkasten steckt, dass man dann in jeder Straße war als Christ, man betet vielleicht dabei, man macht vielleicht Lobpreis dabei, also auch die Lobpreiser und die Beter können mit dabei sein. Und an jeder Haustür kann man einen kurzen Segen beim Einstecken der Zeitung aussprechen und sagen, Herr, klopf an diese Tür. Vielleicht klopft er dann auch selber, aber ja, und einfach was weiterzugeben, dass die Leute was zu lesen haben und vielleicht von euch als Gemeinde hören, hey, hier gibt es ja eine Gemeinde, wo es Antworten gibt. Dazu echt ein Trailer, wie einfach das ist. Ich bin nachher noch am Tisch, ihr könnt da gern Fragen kommen, vielleicht als Gemeinde, als Aktion das vielleicht nutzen, wie auch immer. Aber den Trailer kannst du jetzt gern nochmal abspielen und dann bis später. Hey, ich bin Marco, ich wohne in Berlin und zusammen mit meinen Freunden haben wir über 50.000 Haushalte in meinem Bezirk mit dem Evangelium erreicht. Wie wir das gemacht haben? Ganz einfach. Wir haben von der Kampagne Gemeinsam Deutschland erreichen gehört, wo es eine evangelistische Zeitung gibt, in der Prominente und andere Persönlichkeiten darüber berichten, wie Gott ihr Leben verändert hat.
Wir haben uns morgens getroffen mit etwa 40 Freunden und Bekannten, haben dann ein kurzes Briefing gemacht und sind dann in Zweierteams mit mehreren Autos in unseren Kiez gefahren und haben angefangen, die Zeitungen zu verteilen. Wir sind dann von Haus zu Haus gegangen und es hat sich dann auch noch eine kleine Challenge entwickelt. Die Mädels haben die Jungs herausgefordert und über Instagram haben wir uns dann gegenseitig angespornt, wer mehr Zeitung verteilen kann. Nach der Verteilung war es wirklich richtig cool zu erleben, wie die Zeitung ein super Gesprächseinstieg ist und man darüber ganz einfach mit den Menschen auch über den Glauben sprechen kann und ihnen erzählen kann, was Gott in unserem Leben tut. Also es macht einfach Spaß erstens, mit so vielen Jugendlichen gleichzeitig loszugehen und Zeitungen zu verteilen. Das ist einfach voll cool, weil wir können rumlaufen, wir können in unserem Bezirk wirklich ein Segen sein, indem wir die Zeitung den Menschen bringen. Ich finde es cool, dass wir mit der Zeitung die Leute erreichen können und sie auch so in unseren Gemeinden einladen können. Darum möchte ich dich jetzt ermutigen, wenn du in deiner Stadt oder in deinem Umfeld etwas verändern möchtest, dann bestell dir die Zeitung, schnapp dir ein paar Freunde und leg einfach los.